Hallo, liebe Followerinnen und Follower. Ich darf euch heute zu unserem dritten Interview begrüßen. Das Ganze läuft ja unter Kurzinterview. So kurz waren es bis dato gar nicht, weil wir immer recht interessante Gesprächspartner gehabt haben. So auch heute darf ich euch eine sehr interessante Gesprächspartnerin präsentieren. Wir haben heute die Christine Klein bei uns und wird bei uns an den Start gehen. Wir freuen uns sehr, dass du uns heute Zeit gibst und uns ein paar Fragen beantworten wirst. Also allererst einmal, wie geht's da? Ja, danke. Erst einmal danke, dass ich heute da sein darf und ja, mir geht es sehr gut. Und ja, ich freue mich schon aufs Interview. Fein. Wie man hört, du bist offensichtlich aus Kärnten. Ja, genau, ich komme aus Haardt, das gehört zur Marke Meine Arnoldstein. Ja. Karnischer Höhenweg, sagt er was? Schon mal irgendwie in Verbindung gewesen damit? Ja, also ich habe mich natürlich gleich bei der Anmeldung mit dem Karnischen Weg auseinandergesetzt, via Internet mehr oder weniger. Persönlich drüben war ich noch nie. Das werde ich aber in den nächsten 3 Monaten sicher öfter noch machen, dass ich nachher wirklich auch das Training auf Niveau Hochalpin und Indus habe und kennenlernen. Weil das ist einfach das, was ich jetzt noch in den 3 Monaten auch intensiv trainieren muss, dass ich dann wirklich bereit für einen Wettkampf dann bin. Okay, das heißt, Hochalpin heißt, du hast schon Erfahrungen mit Trailrunning, aber jetzt noch nicht in die Höhenlagen, oder wie darf man das verstehen? Oder kommst du eigentlich von der Straße? Ja, Was sind deine also Präferenzen? ich habe bis dato nur oder fast nur Straßenwettkämpfe gemacht. Tatsächlich, Ich war ja, okay. einmal, ja, ich war einmal beim Trail Running Festival in Salzburg dabei. Das waren halt nur 13 Kilometer, aber irgendwie da, das war mal was anderes und es hat mir so getaugt, weil es einfach mal was anderes war. Du bist nicht monoton die Straßen entlang gerannt, den Asphalt. Du bist du hast die Höhenmeter gehabt. Das Feeling war ganz ein anderes. Das war ganz ein anderes Naturerlebnis. Und danach habe ich mich echt, also das war so schön, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch umsteigen. Und ja, nein, das hat mir so richtig getaugt. Okay, also du 13 Kilometer beim Salzburger Trailrunning Festival Ja, dürfte genau. dann gewesen sein, der Geisberglauf, oder? War das Ja, das? der Festungstrail war das. Ah, der Festungstrail, okay. Ja, man kann es natürlich nicht vergleichen, aber ich sage nur vom Gefühl her, dass ich gesagt habe, oder ich bin grundsätzlich gern am Berg unterwegs. Und gehe sehr viel Skitouren, auch so im Sommer am Berg. Und die Natur, das fasziniert mich immer, dieses ganz anderes Gefühl, als wenn du jetzt ganz salopp gesagt 15 Kilometer oder 20 Kilometer der Straßen entlang rennst. Das ist ja ganz was anderes vom Gefühl her, vom Laufgefühl. Bin ich ganz bei dir, ja, ich bin auch kein, also das Asphaltgestackse, das ist auch gar nicht meins. Also wenn ich laufe, dann brauche ich ja irgendwie einen weichen Boden unter die Füße. Das ist mir einmal ganz, ganz wichtig. Und wie du ja schon richtig gesagt hast, die Höhenmeter, beziehungsweise man wird halt meistens beim Trailrunning ja auch irgendwie mit einer Aussicht belohnt, oder? Das ist ja eigentlich auch So das, ist es, ja. was das. Es ist das gesamte Panorama und gerade eben, ich habe viele Videos auf dem Karnischen Höhenweg schon angeschaut, das ist traumhaft. Also ich freue mich noch an, wenn es dann ja, um 5 Uhr noch an die Sonne aufgehen wird. Hoffentlich haben wir schönes Wetter. Und allein das Erlebnis da teilzunehmen, auf das freue ich mich richtig. Richtig, Ja, ja. sehr cool. Ja, na, da glaube ich, bist bei uns dann ganz gut dabei. Wenn du auf Aussichten Wert legst, dann glaube ich, bist du an der richtigen Adresse. Das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Also, Trailrunning, sagst du, hast bis jetzt Salzburg das Trailrunning Festival gemacht. Genau, Was war ja. so deine weiteste Distanz, die du so generell bis jetzt gelaufen bist? Wenn du jetzt auf der Straße auch zum Beispiel, also ist so Halbmarathon oder hast du einen Marathon hinter dir oder? Ich habe diverse Halbmarathons hinter mir. Kärnten läuft, Farkassi-Lauf, Grazer Halbmarathon, Salzburg Halbmarathon. Ich habe schon auf einen Marathon hintrainiert. Da habe ich 35 Kilometer Läufe und mehr Ja. gemacht.
Leider bin ich dann gesundheitlich, ich habe so eine schwere Bronchitis dann gekriegt, dass ich nicht starten habe können. Aber es war sich sicher gut ausgegangen, aber ich hab nicht, ich war dann, mich hat so zurückgehauen dann und ich habe 4 Wochen nicht trainieren können. Und das war eben dann kurz vor, im Mai war das glaube ich damals, und da war mir das Risiko dann zu groß, dass ich dann wirklich durchziehe, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich an den Start gehe, dann wirklich gesund und nicht auf Kosten der Gesundheit. Genau, ja. Oder auch, ich habe jetzt auch kürzere Läufe schon hinter mir, also 5 Kilometer Läufe. Ah, ja, genau. Und wie gesagt, ich tue gerne Skitouren, ist auch so dazu meinen Hobbys. Und was ich halt auch wirklich für meine Kraft ausmache, ist Crossfit-Einheiten. Dass ich halt wirklich, da gehe ich halt vom Pulsbereich so richtig auf. Workouts speziell eher auf Kraft ausdauer, nicht mit so viel Gewicht, aber ich glaube, das gibt mir auch noch die nötige Kraft oft einmal oder das nötige Durchhaltevermögen, was man halt auch braucht. Das heißt, du bist eigentlich ganzheitlich unterwegs, weil das ist ja das, was viele Läufer, sage ich jetzt einmal, oft ein bisschen vernachlässigen. Also gerade diese Core-Stabilität und so weiter, das ist ja oft was, was, ja, sollte ich machen, aber habe ich halt keine Lust, da gehe ich halt lieber 12 Kilometer laufen. Das ist leider was, was man halt immer wieder hört. Und dann ist das Geheule immer groß, wenn es dann zu einer Verletzung kommt oder wenn man dann einfach auch merkt, eher hinten und vorn fängt es zum Zwicken an, wenn man mal weitere Distanzen läuft. Also da bist du dann eher schon breiter aufgestellt, ja, was das betrifft. Ich mache bewusst eben diese Einheiten, dass das Verletzungsrisiko auch ein bisschen minimiert wird, dass mein Körper als Ganzes halt auch gestärkt ist. Ich glaube, das ist recht wichtig. Und auch eben als Ausgleich zum, unter Anführungszeichen, nur Laufen. Ich tue auch gerne mal ein bisschen ausradeln oder so, wenn ich jetzt sage, so wie heute war wieder der Punkt da, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt die Wochen schon sehr viele Läufe hinter mir. Mein Körper sagt es dann irgendwie ganz einfach, tu mal was anderes, gerne mal ein bisschen Radl fahren, weil es einfach genug ist, die Kilometeranzahl. Es zählt ja auch zum Ausdauersport, es tut ja auch gut und bringt dann nachher an schlussendlich ans Ziel, aber ich glaube, da muss man ja vom Körper nachher auch schlussendlich hören. Definitiv, ja. Der sagt meistens eh am schnellsten, wann was nicht passt. Ja. Das ist leider Gottes eh meistens so, dass er dann irgendwo eben fängt zum Zwicken an oder irgendwas dann. Aber du hast einfach gemerkt, mental bringst du was, wenn du was anderes machst. Ja, genau, auf jeden Fall. Eben gerade, wenn ich so Workouts mache, wo man wirklich dann bis ans Äußerste halt auch geht, das ist halt dann so, ist das einfach nachher vom Gefühl her, zirkst jetzt durch. Und ich glaube, das ist halt auch das, was wir dann auch fürs am 26. August brauchen. Dass ja die mentale Stärke im Kopf. Und ich glaube, gerade bei so einer Crossfit-Einheiten bringt mir das sehr viel. Das merke ich immer wieder. Dass ich einfach sage, okay, ich sehe das Workout von mir und das ziehe ich halt jetzt von Anfang bis Ende durch. Das heißt, wenn ich dir nochmal einhaken darf, die Crossfit-Einheiten, ich mache es aber dann schon im Studio. Mit, ja, genau. Also ein richtiges Crossfit-Studio. Ja. Okay. Ja. Und das unter Anleitung oder machst du das so autodidakt? Ja. Okay, ja. Und da gibt es dann richtig Stoff? Ja, genau. Es ist halt so richtig so, dass man halt echt bis ans Äußerste geht dann, ja. Und eben, ich schaue halt wirklich, dass ich eher bei der Kraftausdauer bleibe und nicht so jetzt viel Gewicht nehme, weil das ist halt jetzt auch nicht mein Ziel. Ich schaue halt auch wirklich, dass ich jetzt sage, Muskelaufbau, ja, weiß ich nicht, ist jetzt gerade halt nicht so förderlich so. Ich schaue wirklich, dass ich auf die Kraftausdauer gehe, dass man halt das auch wirklich dann für einen Wettkampf auch was bringt dann, schlussendlich. Mhm. Cool. Straßenläufe, also du kommst eigentlich vom Straßenlauf, Salzburg Trail Running Festival war mit 13 Kilometer letztes Jahr. Was war dann so deine längste Einheit, würde mich jetzt, oder dein längster Wettkampf, würde mich jetzt einmal interessieren, weil wir reden ja dann im August schon von 85 Kilometern. Hast du sowas Ähnliches in die Richtung schon mal gemacht oder mal weit wandern oder irgendwas in die Richtung oder wird das dann wirklich dein erstes Mal sein? Nein, ich habe im Jänner war das, diese Wörthersee-Rundwegwanderung gemacht mit den 62 Kilometer. Das hat auch um Mitternacht gestartet. Das war ein ganz tolles Erlebnis und ich glaube auch gerade die Herausforderung besteht eben darin,
um Mitternacht loszugehen, wirklich die paar Stunden einer Nacht durchzuhalten, wenn man ja, mit der Stirnlampe eingeschränkt sich, sage ich einmal. Und das wäre definitiv ins Training einbauen, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt einfach mal in der Nacht laufen. Okay. Ich glaube, dass das schon wesentlich ist. Dass man einfach mal das Gefühl hat, soll es nur 3-4 Mal sein, einfach mal, dass man die Sicherheit auch kriegt vom sich bewegen. Der Umgang mit der Taschenlampe. Und eben das war eben im Jänner, am 7. Jänner war das, glaube ich. Das Wetter hat eh gut gepasst, aber es waren halt ja, eisige Bedingungen. Und es war eine gute Veranstaltung, ein ganz schönes Erlebnis. Und wir sind an den letzten Kilometern noch gerannt. Okay. Und ich muss auch sagen, Weil euch die Zeit davor gelaufen ist oder einfach nein, weil es sich ergeben hat? Weil es sich ergeben hat, weil ich zu meiner Laufpartnerin gesagt habe, vom Gefühl her laufen wir jetzt an. Es war halt die letzten Kilometer, da will man halt dann einfach nur mehr ins Ziel. Und wir wollten nicht mehr gehen. Es hat uns voll gut getan. Es war irgendwie nicht anstrengend oder so. Okay. Es hat genau gepasst, auch für sie. Und das war dann, das haben wir eben ins Ziel dann quasi eingelaufen. Und ja. Das bei der Distanz dann am Ende noch quasi einen Schlusssprint anzuziehen? Ich habe mir halt dann, ich glaube, dass teilweise eben so lange Geschichten eine mentale sehr groß der mentale Faktor eine Rolle spielt. Ich setze mir im Kopf oder ich persönlich sage, okay, passt, ich setze mir immer 5-Kilometer-Ziele zum Beispiel. Okay. Und dann hocke ich es ab. Das brauche ich immer so, auch jetzt bei einem Halbmarathon, so kleine Ziele. Da tue ich immer dann persönlich viel leichter, dass ich das dann auch durchhalte und schaffe. Mhm. Interessant, ja. Ja. Also hast du ja dann doch schon Erfahrungen mit Nacht, du hast Erfahrung mit im Gelände und du hast Erfahrung mit lange Distanzen. Also eigentlich, sage ich mal, die besten Voraussetzungen fürs Karnische Ungetüm, oder? Ja, das Einzige, wie gesagt, was ich jetzt sehe, ich habe noch Gott sei Dank 3 Monate Zeit. Dadurch, dass die Luft halt am Karnischen Höhenweg doch dünner ist, das ist so, muss ich das definitiv noch trainieren, ausprobieren. Und das werde ich jetzt in den 3 Monaten sicherlich noch fördern, dass mein Körper das auch gewohnt ist. Mhm. Definitiv, ja. Also ich habe es mit dem letzten Interviewpartner ja auch kurz angerissen. Es ist ja wirklich so, dass man sie nach dem ersten Anstieg bis zur Siljana Hütten dann eigentlich durchwegs auf zwischen 1800 und 2300, wenn man die Pfahnspitzen als höchsten Punkt hernehmen, bewegt. Ich glaube, 2600 ist die höchste. 2671 oder so, glaube ich, ist so das höchste, was jetzt, oder 2,3, ja, irgendwie so die Richtung. Ja, ja. Ja. Also die umliegenden Berge sind natürlich noch mal ein Stückchen höher, aber der Karnische ja, geht immer so zwischen 1800 und 2300 dahin, 2200. Also du hast natürlich völlig recht, die Luft wird definitiv eine Rolle spielen, ja. Genau. Und da versuchst du mehr oder weniger durch Bewegung auf der Höhe ein bisschen anzupassen. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und eben, wie gesagt, die 60 Kilometer waren zwar eine Distanz, was, ja, ich sage einmal, ich habe mir bei den 60 Kilometer zum Beispiel leichter getan als beim letzten Halbmarathon. Okay, tatsächlich. Vom Gefühl her. Ja, das ist ganz komisch. Natürlich war es länger und man glaubt halt oft vielleicht auch nicht, was der Körper alles so aushaltet, weil der Start war auch Mitternacht. Ich habe davor 2 Stunden geschlafen. Okay. Das wird eh recht spannend, wie wir das nachher angehen am 26. Da muss ich schauen, dass ich ein bisschen mehr schlafe, aber das kann ich leider nicht so auf Knopfdruck manchmal. Aber ich war einfach nie mehr. Also es ist, ich habe immer gedacht, es kommt einmal dieser Müdigkeitseinbruch. Aber der ist zum Glück nie gekommen. Nie gekommen. Der ist nie gekommen. Die nächsten 3 Tage habe ich gemerkt, dass mein Kopf mental extrem arbeitet. Ich habe extrem einen Hunger gehabt, mein Kopf hat gearbeitet. Aber in dem drinnen war ich so voller Energie oder Adrenalin wahrscheinlich, dass das, ja, dass da die Müdigkeit nie so gekommen ist. Ja, interessant. Also ich kann es nur wieder betonen, beste Voraussetzungen fürs Karnische Ungetüm. Also da freue ich mich schon. Was du da imstande wirst zu leisten. Also
echt Hut ab, muss ich sagen. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Wie schaut es mit deinen Trainingsumfängen aus momentan? Ja, dadurch, dass das Wetter jetzt nicht so super war, wie gesagt, auf der Straße habe ich jetzt recht große Trainingsumfänge immer gehabt auch und trainiere wirklich. Ich schaue, dass ich fast jeden Tag eine Sporteinheit unterbringe. Muss jetzt vielleicht eher mal ein paar Ruhetage auch. Klar, wenn ich jetzt noch längere und vor allem hochalpine Einlagen habe und Trainingseinheiten, sind ja die Ruhetage auch recht wichtig. Und jetzt sind im, also ab jetzt werden nachher die hochalpinen Geschichten nachher angehen, ja. Okay, wirst du das am Kanischen machen oder geht das bei dir auch vor der Haustür? Hast du da die Möglichkeit, dass du da relativ schnell Ja, auf eine relativ große Höhe kommst? zum Beispiel beim Mittagskogel, eben Ferlhaarspitze da auf für die Richtung, hätte ich mir mal gedacht, dass ich renne, auch vielleicht einmal in der Nacht weg oder halt ja, auf zwei, dass ich zumindest 3 Stunden einmal im Dunkeln renne, einmal, einfach einmal die Sicherheit kriege, auch beim Steigen, beim Aufsteigen, wie sich das anfühlt. Weil ich glaube, dass das schon wichtig ist. Weil wenn man dann drüben steht, Tag der Wahrheit am 26. Ja. und das erste Mal nachher da so im Dunkeln umgeht, ist das glaube ich nicht so super. Also ich glaube, dass das schon ein Vorteil war, wenn man das dann einmal in der Nacht probiert. Okay, Und da aber werde ich eben ist. meine Trainingseinheiten so lagern, ja. Aber Eben du in hast dem die Bereich. Möglichkeit, jetzt relativ kurzfristig irgendwo Ja, gleich einmal genau. Höhenmeter zu machen. So Okay. ist es, ja. Ja, sehr gut. Ja, deine zwei Vor-Interview. Oder meine zwei vorhergehenden Interviewgäste, die wohnen ja quasi am Berg. Ja, Der das habe eine ich wohnt gehört, ja ja. in Assling, der andere wohnt im Lungau, also auch der ist quasi von der Haustür gleich direkt am Berg oben, beziehungsweise macht eigentlich nur Höhenmeter. Ja, das glaube ich ist schon ganz wichtig, dass man sich das auch ein bisschen angewohnt, dass man wirklich auch bergauf, bergab. Wie geht es dir beim Downhill? Also ist es was du magst, dieses Abi-Rennen? Ist es eine Geschwindigkeit, die dir taugt oder eine Bewegung, die dir taugt? Na, auf jeden Fall, ja. Eben, und Ja? das habe ich bei diesem Trailrunning Festival gemerkt, dass das einfach, na, das hat man, ja, das ist genau, das taugt man, ja. Das habe ich eben Okay. dort gemerkt, dieses Auf, Ab, und du hast dann eine gewisse, wenn du mal sagst, okay, du brauchst kurz Erholung, einfach mal Ja. kurz, dann rennt man halt abwärts nicht so schnell. Wie gesagt, mein Ziel ist einfach, in die 20 Stunden durchzukommen. Ich habe mir jetzt kein Zeitlimit von 18 Stunden, was gesagt. Gesetzt. Mein Ziel ist einfach, dass ich sage, okay, die 20 Stunden, die schaffe ich, gesund ins Ziel zu kommen. Jetzt hast du mir im Prinzip meine letzte Die Frage Frage weggenommen. vorweggenommen. Also dein Ziel ist eigentlich durchzukommen. Ja, genau, ja. Das, Auf jeden Fall. okay. Verletzungsfrei, ganz Gut, wichtig, davon gehen wir immer aus. durchzukommen. Ja, das wäre immer ganz wichtig. Ja. Ja. Hast du dir, wenn du sagst, du hast diese Wörtherseeumrundung gemacht, wie hat da deine Ernährung ausgeschaut? Also, oder hast du da irgendwas, wo du sagst, das funktioniert für mich super? Ja, also ich ernähre mich nur flüssig oder ich hab mein Nutella-Brot dabei oder ich habe Riegel, auf die ich setze oder verlasse du auf die Labestationen? Wie schaut da deine Taktik aus? Ja, ich habe ehrlich gesagt, auf die Labestation habe ich mich jetzt nicht so verlassen, weil ich immer gern mein Repertoire mit habe. Okay. Was ich gern nehme, sind Elektrolytgetränke. Nicht zu so viel, aber halt ein bisschen, dass ich sage, ich habe ein paar Elektrolyte. Und Müsli-Riegel, eher so Gels mag ich eher nicht so, aber eher so was schnell Energie liefert einmal. Wir sind, ich glaube, damals so 4 Labestationen gegeben. Wir haben uns da eigentlich nie lang aufgehalten. Wir haben uns da nie jetzt hingesetzt und wir haben immer geschaut, dass wir in Bewegung bleiben und wirklich auch schnell wieder weitergehen. Haben da auch wirklich, ich hab eigentlich am Ende des Tages nur für meine Sachen was gegessen, kann man fast Okay, sagen, ja. tatsächlich. Hast du Und ich so viel habe, dabei gehabt, dich dazu zu ja verpflegen? genau, ich habe sogar mehr dabei gehabt, als was ich dann gebraucht habe, weil ich mittendrin gar nicht wirklich so ein Hungergefühl gehabt hat. Das kann man vielleicht halt ein vergleichen, weil beim Karnischen Höhenweg hat man halt doch mehr Höhenmeter, da braucht der Körper vielleicht noch einmal mehr.
ganz sicher sogar. Aber ich habe da nicht so, ich habe da ehrlich gesagt, bin auch noch ein Gefühl gegangen. Okay. Ich habe da jetzt gar nicht, ich hab geschaut, dass ich meine Sachen einkaufe und so wie ich Hunger habe, gegessen. Und das hat aber auch gut gepasst. Ich habe nie das Gefühl gehabt, boah, ich bin jetzt unterzuckert aber, oder ich bin gerade in einem Defizit. Das habe ich recht noch Gefühl gemacht. Ja. Und eben, klar, das war Jänner, da hat man jetzt nicht so viel geschwitzt. Mhm. Trinken wird auch sehr wichtig sein nachher, ja, im August. Sicher sogar dann. Ja, wir hoffen ja trotz alledem auf gutes Wetter. Gutes Wetter bedeutet meistens viel Sonne und da haben wir natürlich dann wahrscheinlich auch auf der Höhe oben im August schon Temperaturen, wo es durchaus einmal ein bisschen wärmer werden kann. Also ich glaube, Trinken ist sicher ein großes Thema. Da mache ich mir eigentlich bei den wenigsten Teilnehmern Sorgen. Wir haben eh unsere Labestationen, also es gibt dort Wasser und Getränke. Die sind ja gut organisiert, habe ich schon gesehen. Ja, da habt ihr ja allerhand dann. Genau, also wir versuchen ja wirklich ein breites Spektrum aufzustellen. Aber wenn du sagst, du verpflegst dich selber, würde mich interessieren, also glaubst du, kannst du das auf 85 Kilometer wirklich mit dir transportieren oder wirst vielleicht da nochmal überdenken und sagen, naja, das ein oder andere, den ein oder anderen Riegel sparen wir vielleicht, weil ich werde eh auf die Labestationen eigentlich fündig? Das kann schon sein, ja. Das ist durchaus möglich, dass ich sage, okay, ich habe jetzt nicht so viel bei mir und teile mir das nachher so ein, wie ich es gerade brauche. Das ist, glaube ich, im Vorhinein sehr schwierig zu sagen. Aber ich würde sagen, im Internet, ihr habt ja bei jeder Station ein sehr, sehr gutes Angebot, vor allem bei der letzten. Da gibt es ja, glaube ich, Jausen auch und alles Mögliche. Und dann geht es eh schon im Ende zu. Da kann schon sein, dass ich dann einmal. Für die es bis zur letzten Labe schaffen, genau, die erwartet dann eine spezielle Jausen. Ja, genau so ist es. Und dann geht es eh nur mehr abwärts, mehr oder weniger. Dann geht's nur mehr nur bergab. Also, das sind da. Was du dort bist, ist schon gelaufen. Naja, ganz so ist es nicht. Da sind schon ein paar Kilometer dazwischen, aber ja. Wirst du den Dropback nutzen? Also ist das was, hast du mit dem schon Erfahrung oder hat es das bei der Wörthersee-Umrundung gegeben oder ist das jetzt was neu ist für dich und hast du da Gedanken dazu gemacht? Das hat es beim Wörthersee nicht gegeben, aber ja, das schauen wir mal. Hat es glaube ich nicht gegeben. Nein. Okay, das heißt, du hast da auch noch gar keine Gedanken gemacht drüber, ich werde mir da ein zweites Paar Schuhe einpacken oder ich werde mir da ein Wechselleiberl rein da oder irgendwas in die Richtung? Auf jeden Fall, das war ein Punkt, was ich bei der Wörthersee-Umrundung definitiv zu wenig Wechselleiberl. Und da hätte ich definitiv noch Platz gehabt. Ich meine, da bin ich mit einem größeren Rucksack und einem richtigen Wanderrucksack gegangen. Zweites Paar Schuhe bin ich noch am Überlegen. Kann sein, das muss ich noch schauen, das werde ich im Zuge vom Training noch einmal eruieren. Aber definitiv, dadurch, dass wir eh mildere Temperaturen haben, alleine mehr oder zwei weniger, das fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Aber das habe ich schon gemerkt, weil es einfach dann vom Schwitzen her so ungut war und auch vom Verkühlen her. Ich habe das schon so richtig so den kalten Schweiß an mir gehabt und das war nachher, das habe ich gesagt, na okay, da könnte ich mal fürs nächste Mal ein bisschen was mehr einpacken, ja. Okay, ja, da würde sich der Dropback dann eh anbieten, wenn du da sagst, ich würde gerne zwischendrin einmal wechseln, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Und zu deinem sonstigen Lauftraining, also machst du das als Autodidakt verfolgst du einen höheren Plan oder hast du sogar einen Trainer bei der Hand, der dir da jetzt vielleicht ein bisschen hilft die nächsten 3 Monate? Einen Trainer bei der Hand habe ich nicht. Ich mache das eigentlich alles von mir selber aus. Okay. Und ich hoffe, das geht dann auch auf. Okay. Ja, da bin sind gespannt. Wir gespannt auf alle Fälle. Ja. Sehr gut. Ich lasse mich sehr viel nach meinem Gefühl leiten. Wie gesagt, ich werde jetzt echt sehr viel Hochalpiner machen, dass ich da reinkomme und ja. Das heißt, du wirst vielleicht so ein bisschen die Strecken auskundschaften? Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, wie schon am Anfang erwähnt, ich werde sicher auffahren und auch mir das oben einmal vor Ort anschauen. Wie ist das? Gerade die erste Steigung, die ist ja recht, das sind 1300 Höhenmeter gleich einmal aufwärts, was ich jetzt so 1300.
und mir das vorher einmal anschauen, dass ich jetzt nicht einfach so blank hinkomme und sage, okay, da bin ich jetzt und da starte ich jetzt. Einfach mal ein bisschen, wie es ist, auch da trainieren und so weiter. Ja. Und das habe ich aber nicht nur einmal vor, da werde ich schauen, dass ich sicher so 3, 4, 5 Mal offen fahre. Okay. Die Zeit nehme ich mir da. Da hast du natürlich den Vorteil, dadurch, dass du jetzt vielleicht örtlich nicht ganz so weit weg bist, kannst auch schnell mal da mal einen Tag einschieben und einmal vielleicht auffahren und da auf der Höhenlage und auf der Strecke trainieren. Ja, das ist definitiv ein Vorteil auf alle Fälle. Einfach, dass man es einmal gesehen hat, okay, was da startet man nachher und ja, genau, ja. Ja, sehr gut. Von meiner Seite aus war es das. Hast du noch irgendwelche Wünsche, Beschwerden, Anregungen oder Erwartungen an das Kanische Ungetüm? Nein, ich wünsche allen Teilnehmern auf jeden Fall alles Gute und dass alle unverletzt und gesund ins Ziel kommen und dass die Ziele so gut als möglich erreicht werden. Danach. Das ist natürlich sowieso allen zu wünschen. Das hoffen wir auch. Wir hoffen auch, dass sich keiner verletzt und auch dementsprechend durchkommt. Beziehungsweise, wenn man nicht durchkommt, ist kein Schand, weil es ist hier einfach weit und es sind viele Höhenmeter. Also von dem her, da kann immer was passieren. Es ist eine große Zeitspanne und es ist einfach nicht alles vorhersehbar, selbst wenn man es nur so gut plant. Ja, auf alle Fälle. Also da, ja, muss man sich auch ein bisschen aufs Glück verlassen, sage ich jetzt einmal. Auf jeden Fall, ja. Ganz sicher sogar, ja. Genau. Ja, Christine, ich sage einen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke. Und wir sehen uns ja dann spätestens am 26. August. Ich denke mal, wir werden uns vielleicht davor schon irgendwo einmal über den Weg laufen am Freitag oder beziehungsweise am Donnerstag. Ich weiß nicht, wann du vorhast anzureisen, aber wahrscheinlich erst am Freitag nehme ich an. Am Freitag, ja. Genau. Am Freitag. Ja, das ist der Vorteil, wenn man nicht ganz so weit weg wohnt. Ja, auf jeden Fall, ja, dass die Anreise nicht so lang ist, weil es kommen ja sicher viele von weiter her. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die weitesten oder woher die weitesten angereisten Teilnehmer sind. Müssen wir jetzt in die Startliste schauen, was wir da so an Adressen dabei haben, aber doch, wir haben schon ein paar aus Deutschland, schon dementsprechend eine weitere Anreise haben. Und ich gehe mal davon aus, die werden schon 2, 3 Tage vorher anreisen, um da die größten Anreisestrapazen eben nicht dann mit ins Rennen zu nehmen. Ja, genau. Dass man sich ein bisschen akklimatisiert vorher und dann gleich einmal ankommt und ja. Genau. Ja, gut. Also ich freue mich. Danke fürs Dabeisein. Ja, ich sage danke nochmal. Gern. Wir sehen uns dann am 26. Bis dahin wünsche ich dir gesund bleiben beim Training und auch so natürlich. Und auf das deine Erwartungen ans Ungetüm, dass du das so einhalten kannst, wie du das vorstellst. Toi, toi, toi. Ja, super. Danke schön. Danke dir. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao, danke.